Guten Morgen. Ja, wir stehen noch in der Ferienwohnung. Wir werden jetzt mit dem Bus nach Eupin fahren und dann fahren wir mit dieser Bümmelbahn bis nach Jonsdorf. Und da werden wir eine kleine Wanderung auf dem Weißen Stein machen, auf den Jonsberg und noch auf irgendeinen Berg, aber der Name weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube Johannesstein oder Johannesberg, irgendwie so. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr uns bei dieser Abenteuerfahrt und Wanderung gerne begleiten. Aber jetzt erstmal zum Bus hinter. Also kommt mit.
Jetzt sind wir an unserem Startpunkt, Kurort Jonsdorf, Haltestelle. Und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen wandern. An der Bank machen wir jetzt mal Rast. Da vorne, da ist jetzt die Aussicht vom Weißenstein. Da gehen wir jetzt mal hin. So, da steht's. Jetzt befinden wir uns auf dem Weißenstein, auf 516 Meter über normal Null. Da ist wieder Polen. Das ist noch so die Ausläufer vom Zittauer Gebirge.
Da hat jemand gut gemeint. Mit Tischdecke und Bankabdeckung sozusagen hat man hier einen netten Unterstand. Ist sogar festgemacht, kann ich wegziehen. Beziehungsweise eine Sitzgelegenheit. Ja. Jetzt sind wir hier an der schönen Aussicht. Ja. Kann man sich gut gehen lassen. Da haben wir so eine Hütte, ein bisschen Feuerholz. Das ist irgendeine Schutzhütte, aber die ist zu. Und hier hat man eine lange Bank und einen langen Tisch, wo man sich hinsetzen kann. Und dann kann man die Aussicht da genießen. Jetzt verlassen wir die schöne Aussicht hier wieder und die tolle Holzhütte und gehen wieder zurück und dann müssen wir weiter vorne wieder links rauf auf den Jonsberg. Jetzt sind wir hier auf dem Jonsberg-Gipfel, 653 Meter. Und es gibt sogar hier ein Gipfelbuch. Da werden wir es auch gleich reinschreiben. Aussicht gibt es hier nicht, aber es ist irgendwie herrlich. Mit Stift. Das ist also die Hütte vom Jonsberggipfel auf 653 Meter. Und da hat man eine Bank und einen schönen großen Tisch und einen Mülleimer. Also es muss niemand seinen Müll hier irgendwie rumliegen lassen, sondern man kann ja einfach wieder mitnehmen oder beziehungsweise da reinschmeißen. Da hat man zwei Bänke, eine schöne Feuerstelle. Von da unten sind wir gekommen. Und wir gehen jetzt da weiter.
glaube, das ist der Grenzüberlauf zu Tschechien. Da gehen wir jetzt rauf. So. Jetzt haben wir die Grenze überquert zu Tschechien. Gehen wir einen ganz kleinen Bogen durch Tschechien durch und dann laufen wir wieder zurück nach Deutschland. Aber vorher müssen wir erstmal irgendwie auf den Berg nach. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Da ist von dem kompletten Baum, also fast vom kompletten Baum, ist die Rinde weg. Oder zumindest schaut es komisch aus. Wir haben Kängurus? Ich hab gedacht, die hoppeln woanders herum. Wo müssen wir es dann überhaupt lang? Ja, hinterlang. Und den haben wir auch schon gesehen. Und da ist nur der damische Floh. Ganz alter Stein, 1783, Grenzstein. Gut. Super. Dann. Jetzt nichts mit der Hose. Hier ist das Haus Johannesstein. Da hat man leider keine Aussicht. Die haben nur Samstag, Sonn- und Feiertag geöffnet. Da ist der Hochwald und der Hochwaldturm. Jetzt haben wir es nicht mehr weit. Jetzt haben wir noch knapp 600 Meter bis zur Ferienwohnung.
So, hier haben wir jetzt die Grenze. Die Bude verfällt. Da haben wir die Kammbaude. Oh, Hütten. Ich muss noch kurz wohin fahren, um was zum Essen zu kaufen. Gott, ist das Ding riesig. Leck mich am Arsch. Bayerisches Bier gibt's hier. Wie geil. Sogar Chiemseer haben's. Das ist immer krass, ey. Schuhe. Ich hab beim Rewe noch nie Schuhe gesehen. Pizza gibt's ja. Ja. Das ist ein Riesenladen, ey. Ja, das war's jetzt von der Tour. Von den ganzen Aussichtspunkten, was wir heute hatten. Ja, okay, am Schluss ist mein Johannisstein. Das ist schon schade, da wusste mir echt nicht, dass er Öffnungszeiten hat. Aber kann man nichts machen, es war trotzdem eine schöne Tour. Was sagst du? Ja, es war eine sehr schöne Tour, hat mir auch sehr gut gefallen. Dann passt's. Ja, jetzt machen wir uns Spaghetti Bolognese zum Abschluss. Morgen fahren wir nach Zwickau. Davor werden wir auch noch ein bisschen was machen. Aber von Zittauer Gebirge war es das jetzt. Und dann sehen wir uns morgen. Also dann, ciao.